Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Um das Bekennen geht es in unserem Predigtext. Wer mich bekennt vor den Menschen, den werde ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wenn man vom mutigen Bekennen redet, wer fällt einem da am Reformationssonntag nicht zuerst ein als Martin Luther? Martin Luther, der 1521 auf dem Reichstag in Worms dem Kaiser, dem Papst entgegengetreten ist, mit den Worten: Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen. In unserer Sakristei hängt ein Bild von Martin Luther. Vielleicht haben Sie einmal Gelegenheit, das anzuschauen. Jung, selbstbewusst, kühn, den Blick nach vorne gerichtet, so ist er gemalt. So haben ihn viele vor Augen, unerschrocken. 1521, kurz bevor er Worms erreicht, hat ihn damals ein Bote Spalatins erreicht und ihn gewarnt, er solle sich doch nicht in Gefahr begeben und er solle nicht nach Worms hineingehen. Da hat Luther entgegnet: Aber ich entbot ihm wieder, wenn so viele Teufel zu Worms wären als Ziegel auf den Dächern, so wollte ich dennoch hinein, denn ich war unerschrocken. Ich fürchtete mich nicht. Gott kann einen wohl so tollkühn machen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt auch noch so tollkühn wäre. Ein Ritter und Feldhauptmann des Kaisers hat ihm damals auf die Schultern geklopft, als er hineinging, und gesagt: Mönchlein, Mönchlein, du gehst einen Gang, dergleichen ich und mancher Oberster nicht getan habe in ernster Schlachtordnung. So du aber aufrechter Meinung bist und deiner Sache gewiss, so fahre fort in Gottes Namen und sei getrost, Gott wird dich nicht verlassen. Luther also, ein Standbild an Aufrichtigkeit und an Bekennermut. Das stimmt und es ist doch nur die halbe Wahrheit. Luther hat gewusst, was ihn erwartet. Auf dem Weg nach Worms wird er krank. Ganz gewiss nicht umsonst. Mutlosigkeit und Angst beschleichen ihn. Wer bin ich denn, ich kleiner Mönch, dass ich gegen Kaiser und gegen Papst, gegen die ganze Welt auftreten will? Habe ich denn allein Recht? Das hat ihn umgetrieben. Der Weg nach Worms war für Luther ein Triumphzug gewesen. Land auf Land ab hat man ihn gefeiert und ihn bestärkt in dem, was er als Anliegen vorgebracht hat. Aber er ist diesem Weg, diesem Wagen, der ihn nach Worms gebracht hat, nicht siegesgewiss entstiegen. Er hat damit gerechnet, ganz nüchtern, dass das sein letzter Gang auf Erden werden könnte. Er ging diesen Weg mit zitternden Knien, ganz gewiss. Aber, und das ist das Entscheidende, er ist ihn trotzdem gegangen. Er hat nicht gekniffen. Es gab so viele Möglichkeiten, wie er hätte ausweichen können. Er ging diesen Weg bis zuletzt. Vor dem Reichstag, so wird berichtet, habe er so leise gesprochen, dass man ihn kaum verstanden habe. Er war eingeschüchtert von dieser ganzen Macht, von diesem Glanz, der ihm da gegenübergetreten ist. Diese selbstbewussten Worte, hier stehe ich, ich kann nicht anders, aufrecht, stolz, die sind nur Legende, er hat sie nie gesagt. Und trotzdem hat er sich nicht abbringen lassen von seiner Sache. Als er den Verhandlungssaal verlassen hat, reißt er die Arme hoch und ruft erleichtert: Ich bin hindurch, ich bin hindurch. So erleichtert war er, so eine große Last ist von ihm abgefallen, dass er seiner Überzeugung treu geblieben ist. Widerrufen kann und will ich nicht, hat er gesagt, trotz aller Angst. Das ist wie eine direkte Auslegung unseres Predigtextes. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Ihnen, fürchtet euch nicht vor ihnen, das sind die, die sich den Jüngern Jesu in den Weg gestellt haben, die ihnen Angst eingejagt haben, die sie bedroht haben. Diese Worte unseres Predigtextes sind Teil der zweiten großen Rede Jesu im Matthäusevangelium, eine Aussendungsrede an seine Jünger.
Er hat sie hinausgesandt, geht hin und predigt und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Er hat ihnen Vollmacht gegeben, gegen Krankheiten, Dämonen auszutreiben. Sie werden Großes tun im Zeichen des Reiches Gottes. Aber Jesus sagt ihnen in aller Klarheit, was sie auf diesem Weg erwarten wird. Es wird euch gehen wie mir, ihr werdet keinen Beifall bekommen. Sie werden euch in den Weg treten, sie werden euch bedrohen, sie werden euch hassen, sie werden euch vor Gericht stellen, sie werden euch töten. Die alte Welt wehrt sich gegen diese neue Botschaft vom Reich Gottes. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Ihr werdet gehasst werden von jedermann um meines Namens willen. Jesus sagt sogar, dass der Riss mitten durch die Familien gehen wird. Die einen werden sich zu ihm bekennen, die anderen werden ihn leugnen. In dieser Situation sind auch die Jünger keine Helden, die selbstbewusst und kühn ihren Weg gehen, die nichts irritieren kann. Jesus sagt nicht umsonst dreimal, fürchtet euch nicht. Warum soll man sich nicht fürchten, wenn die Aussichten doch so beängstigend sind? Wenn Jesus ihnen das sagt, sie werden euch hassen, sie werden euch vor Gericht bringen, wer würde sich da nicht fürchten? Jesus nennt zwei Gründe, warum wir uns nicht fürchten sollen. Fürchtet euch nicht vor denen, die nur den Leib töten können, aber nicht die Seele. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Was Menschen sich antun, das ist grausam, brutal, beängstigend. Aber so Jesus, es gibt mehr zu verlieren als dieses Leben. Die ewige Seligkeit bei Gott im Himmel, das ist mehr. Und er sagt, mehr als die Menschen, die einem so Grausames antun können, ist der zu fürchten, der das ganze Leben verderben kann. Gott ist mehr zu fürchten als jeder Mensch. Warum ist Luther vor dem Kaiser nicht auf die Knie gegangen? Wieso hat er sich zu seiner Überzeugung bekannt, trotz all seiner Angst? Weil ihm das klar war, mehr als die Menschen muss ich Gott fürchten. Es steht mehr auf dem Spiel als das, was diese Menschen hier mir antun können. Es steht die Seligkeit, es steht das ewige Leben auf dem Spiel. Ich will bei Christus bleiben und bei seiner Gnade, koste es, was es wolle. Nehmen Sie den Leib, Gut, er, Kind und Weib, lass fahren dahin. Sie haben's kein Gewinn. Das Reich muss uns doch bleiben. Das Reich muss uns doch bleiben, das können Sie mir nicht nehmen. Das hat Luther nicht einfach so dahingesagt, er hat's mit seinem ganzen Leben vertreten. Was ist uns wichtiger, die Meinung von Menschen oder das, was Menschen uns androhen oder das, was Gott für unser Leben möchte? Ein zweiter Grund, warum wir uns nicht fürchten sollen. Und nun schwenkt dieses Bild auf einmal. Warum sollen wir uns nicht fürchten vor denen, die uns in den Weg treten? Nicht aus Angst vor Gott, sondern weil wir Vertrauen zu ihm haben. Weil er unser Leben in seiner Hand hält. Nicht irgendwelche Menschen, so mächtig sie auch sein mögen und was sie uns auch antun mögen, so sehr sie uns schaden können, sondern Gott, und vor ihm müssen wir uns gar nicht fürchten, im Gegenteil. Jesus redet von den Spatzen, die es in Massen gibt, aller Weltsware damals das billigste Fleisch, das auf dem Markt war. Man hat die Spatzen gegessen. Und trotzdem sagt Jesus, es fällt kein einziger von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Das heißt, es geschieht nichts in dieser Welt, möge es noch so klein und unbedeutend sein, was nicht an Gott vorbeigeht, was gegen seinen Willen geschieht. Den Gott, den wir fürchten sollen, nennt Jesus auf einmal euren Vater. Gar nichts Erschreckendes, sondern etwas Mutmachendes. Er ist nicht irgendwo ein ferner Despot, der auf uns achtet und vor dem man sich fürchten muss. Er ist euer Vater, sagt Jesus. Und wenn er schon für die Spatzen sorgt, die doch nichts wert sind in dieser Welt, wie viel mehr für euch, die ihr seine Kinder seid.
Die Haare auf eurem Haupt sind gezählt. Es geschieht nicht die kleinste Kleinigkeit, von der er nichts weiß. Deshalb fürchtet euch nicht in dieser Situation, was immer sie euch auch antun. Es geschieht nichts, was Gott nicht weiß und was nicht nach seinem Willen wäre. Das heißt nicht, das sagt Jesus nicht, dass uns nichts geschehen würde, dass nie ein Haar von unserem Haupt fallen würde, dass die Widersacher uns nichts antun könnten. Die Kirchengeschichte ist voller Märtyrerschicksale, bis heute. Jesus selbst, der Sohn Gottes, wurde ans Kreuz geschlagen. Man hat ihn gefoltert, verspottet und getötet. Aber, das lesen wir auch im Evangelium, Gott hat ihn auferweckt. Er hat ihn zum Herrn eingesetzt über alle Dinge. Am Ende erfüllt sich der Wille Gottes, sein Plan. Es sind nicht die anderen Mächte, so sehr wir das auch vor Augen haben, so sehr uns das auch erscheint, die die Dinge dieser Welt lenken, sondern es ist der Vater im Himmel, der uns in seiner Hand hat. Und deshalb sollen wir uns nicht fürchten. Amen.